Warte, von wo kamen die? Ich habe etwas vergessen zu machen. Das ist jetzt die andere Seite, ne? Die Tür, die nicht aufging. Danke für die Clips immer. Ey. Katze. Gesundheitsprüfung. Evakuierung. No. Null vier, null acht, 24. Null acht, zehn, dreizehn. Zehn. Probier es alles durch. Ugh, das bringt nichts. Welches hatte ich denn jetzt noch nicht? Also 24. hatte ich das mit dem 4. Jetzt bin ich verwirrt. Ganz viele Putt-Putts. Da ist doch 30. Jahrestag. Vielleicht ist die 30. Gehört auch dazu. 30, 18. Das gibt's doch nicht.
Muss ja irgendwas mit denen zu tun haben hier. Ihr habt die Erlaubnis, ihr dürft da gerade mitraten. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier ins Tief fall. Also die habe ich jetzt alles ausprobiert. Ist bestimmt eine andere Reihenfolge, ne? Vor 30 haben die geheiratet oder so. Zusammenzählen? Dann zähl mal zusammen. Also ich muss mal kurz meinen Kaffee hier auch. Vier. Das Heiratsdatum wäre dann, also vor 30 Jahren. Also 36. Okay, wir probieren mal Nussi Mausis. Ist auch eine Idee mit dem Zusammenzählen. Jeden Fall. Nee. Hätte sein können, das ist auch eine Idee. So, also gucken wir mal mit No Names Idee. Also ich glaube, das ist die hier, ne? Ja, hab ich gerade ausprobiert, No Name. Und Dennis, alles falsch. Was zur Hölle? Sag mal. Das bringt nichts. Ich habe keine Ahnung. Das wäre jetzt hier tricky. Gibt es irgendeinen Hinweis oder so? Ich werde nicht gehen, bevor ich diesen Tresor aufhab. Neununddreißig. Wie kommst du denn darauf? Kommst du denn auf die Zahlen? Auch nicht. Vielleicht denk mir zu kompliziert. Darf ich die Aufgabe mal sehen? Das ist unser einziger Hinweis hier mit den Daten. Und wir brauchen halt eine Code-Kombination. Also aus den 6 Zahlen. Wir sind jetzt alles durchgegangen. Wir haben die 13 minus mal die 30 gemacht. Also der Jahrestag. Also wann sie geheiratet haben, vor 30 Jahren. Alles zusammengerechnet. Vielleicht denken wir auch zu kompliziert. 08, 10, 83. Okay. Du kannst das Einrasten hören, kein Witz. Okay. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt bin ich zu weit. Jetzt sind wir zu weit. Hier rastet es wirklich ein. Also klingt jedenfalls so. Oder ich hab Hallos jetzt.
Oh nee. Oh. Also Scarlett hat uns gerettet. Warum glaubt mir keiner? Ich habe da gar nicht so richtig hingehört. Doch, das Heiratsdatum. Ja, das war so offensichtlich, aber irgendwie die ganze Zeit total falsch. Oh Gott. Sehr schön, Elsa Scarlett. Dankeschön. Oh, da kriegen wir ja Kopfschmerzen. Meine Güte. Das müssen wir uns im nächsten Run merken, ne? Ja, wir haben einfach alles, wir haben komplett alles durchprobiert, keine Ahnung. Wir haben alles zu kompliziert gedacht. Wahrscheinlich. Dann schreib mal auf. Ich habe mir die anderen alle nicht aufgeschrieben. Scheiße, ne? Aber bei dem hier mache ich sogar gerne. Ich hätte alle aufschreiben sollen. Ja, es wird nächstes Mal dann Genuss. Ja. Ja, wir haben es gerade geöffnet. Ich und mein Kumpel hingen dort auch eine halbe Stunde da. Ja, das ist ein bisschen tricky gemacht. So, Ehetag. Dann weiß ich, welcher Tresor gemeint ist. Das ist der einzige, den ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Wow. Hier ist noch ein Zettel. Liebling, ich habe alles gepackt, aber die Fedra setzt jetzt schon die Leute in Busse und ich habe keine Ahnung, wohin du verschwunden bist. Falls ich schon weg bin, wenn du wiederkommst, ich habe ein paar meiner Sachen im Safe gelassen. Vielleicht bin ich übervorsichtig, aber die Fedra beschlagnahmt alles Mögliche wegen der Quarantäne. Mir kommt das alles komisch vor. Die Kombination ist immer noch unser Hochzeitstag. Gut, das ist 30 Jahre her, aber du weißt doch bestimmt noch, wann das war, oder? Es ist bald. Erstmal weg mein Internetspektrum. Bis später. Ich drück die Daumen, dass es klappt. Und Ben, du hast nichts mitbekommen. Hey, aber wir waren schlau ohne den Zettel hier, ja? Ohne den Zettel haben wir herausgefunden, dass es unser, dass es der Ehetag ist. Seht ihr? Da muss ich erstmal Fenster kaputt machen. So. Gut, dass ich es. Nein! Ach Mann, oh! Geh! Unfreiwillig, aber. Ja. Diese Moves hier. Ich kugel mich jetzt vor Lachen, danke dafür. Scheiße. Aber gut, gerne. Sehr gerne. Oh. Sonst loot ich immer alles vorher und jetzt. Ist ja heute echt wieder. So viel zu der Straße folgen. Ein Traum. Ein Traum. So, ich kann bestimmt darüber klettern. Also merke mal das Heiratsdatum. Ja, genau.
Ja, warum nicht? Ich roll doch denn schön runter. Hui! Vorsicht, Rutschgefahr auf Rampe. Ich sehe schon, wir dürfen jetzt wieder hier Spaß haben. Das ist nicht ein Witz, Lisa kann 1000 Zettel mitnehmen, aber nur 12 Schuss. Ja, traurig, ne? Ihre Tasche sieht gar nicht so voll aus. Könnte man noch mehr reinstopfen, aber gut. Wogi. So. Scheiß voll. Zerstöre Scheiben, Wugi. Dann mache ich einmal das Lied Baukürzer an und besiege den Endboss sofort. Oh wow. Hat dir das Lied der Motivation gegeben, Pierre? Nicht schlecht. Ich kenne sowas aber echt gut. So. Ich muss das hier rausbekommen. Das war ziemlich schlau, Ellie. Ja. Danke. Wo muss ich denn überhaupt jetzt hin? Ah, da hoch, okay. Doch, ich weiß, ich kenne das Lied, Bauklötze. Das von Attack, das kenne ich. Das ist auch einer meiner Favoriten. Das Lied mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann. Ja, manchmal weiß ich auch die Abkürzung. Nicht immer, aber. Gib mir Mühe. Das ist Wow. Krankenhaus. Fuck. Ich dachte, ich wäre näher. Ist das ein Riesenspiel? Geil. Ich glaube, das ist es. Achte aufs große rote Schild. Boah, dafür müsste sie eine Zeichnung machen. Das sieht so unglaublich gut aus. Man sieht aus Gründen nicht den Alert. Also man hört den Alert, aber man sieht ihn nicht. Danke, Keks, wenn du mich überhaupt hörst. Danke für die 5 Erdbeeren. Das ist eine schöne Aussicht, ja.
Das Lied heißt Bauklötze, ja, von Attack on Titan. Avenged Sevenfold. Oh, die mag ich auch. Die Band kenne ich auch. Finde ich gut, dass du die kennst. Comic Expo. Moment, das Lied ist ja komplett auf Deutsch. Ja! Da meinst du auch Bauklötze. Das finde ich voll mega. Mit japanischen Akzent. Ich komme nicht von den Pfützen weg. Ja, ich habe es gerade gelesen, aber ich weiß ja, ich habe es jetzt nicht vorgelesen, weil ich dachte, du hörst mich eh nicht. Weil bringt ja nichts, wenn ich es vorlese und du hörst eh nichts. Wie komme ich jetzt hier sicher runter, ohne mir weh zu tun? Das wird immer höher. Ich will doch nur sicher runter. Machen wir es halt so. Ja, wird von einer Japanerin gesungen und die singt es auf Deutsch. Das ist mega cool. Aber für Japaner ist Deutsch ein bisschen schwierig. Wie, das ist zu. Das akzeptiere ich nicht. Klasse. Also, wenn es mit Scheiben zerstören zu tun hat, dann... Ne? Na ja, damit. Zeig die Karte. Okay, der sieht cool aus. Ja, es ist gar nicht so einfach, das zuerst so rauszuhören. Aber wenn man es dann raushört, auf jeden Fall cool. Wird Englisch-Deutsch gesungen. Ja, das ist voll gut. Ich mag das sehr. Ich finde das Lied auch richtig cool. Japanische Musik. Also Openings und Soundtracks mag ich eh ganz gern. Kleiner Suchti. So. Jetzt bin ich hier unten und kann hier weiter. Attack on Titan hat allgemein Tracks, die unter die Haut gehen. Oh ja. Das kann ich bestätigen. Auf jeden Fall. Ich guess, hier drin stinkt's. Sorry, Ellie, ist der Chat. Dafür kann ich nichts. Komme ich auf die Last Season mit gemischten Gefühlen. Oh ja. Da habe ich auch so ein bisschen. Bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen freut man sich, zum anderen ist es die letzte Season. So, was spiele ich jetzt auf der Switch? Pierre total im Suchtmodus. Finde ich cool. Oh.
Scheißwurf. Wir haben auf. Geschieht ja recht. Ja, das Problem ist aber, wir haben Besuch dann, ne? Warum ist so ein Frischkäsepacken immer Flüssigkeit? Oh, ich mag das auch nicht so. Ich finde das immer so widerwärtig. Ist immer so. Ja, ich hasse das. Ich habe mich voll eingesaut. Wenn es klebt, Sven war es nicht. Sorry, ich musste den Insider jetzt bringen. Hör auf zu. Wartet mal, ich mach mal kurz den Kabel hier raus. Ihr habt es auch gerade gehört, ne? Wir bekommen Besuch. Lalalala. Lalalala. Mann, nicht gut. Ach, ich will nicht in die Toilette. Nein, nicht bei solchen Geräuschen. Wir sind mutig. Er hat's echt erwischt. Lass die Hände aus der Hose. Ich möchte noch zwei Zelda-Games spielen, aber die gibt's leider nicht auf der Switch. Von wo kam das Geräusch her? Ohne Scheiß, hier war doch irgendeiner. Toll. Nee. Nee. Are you kidding me? Stalker. Fuck. Ich muss hier rausfinden. Stalker habe ich schon genug hier im Chat. Und schon wird's wieder unangenehm. Bitte das Gesicht so lassen. Nee, danke. Wir sind keine Spanner. Sagen sie alle. Party.